Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier von KDM Thüringen, Version 3.1 oder 001. Ja, ich fahre jetzt Richtung Feld Nummer 10 und bringe da mal unseren nächsten Fahrzeug zu versorgen, ne, die Pflanzenmittel. Ja, ich sag mal von vornherein, schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Schönen Dank fürs mal abonnieren. Freut mich. Ja, und hoffe, wir können lange zusammen was erleben. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, Ratschläge, Tipps, Kommentarleiste, die darf ausgiebig genutzt werden. Ich versuche immer zeitnah zu antworten. Also so früh wie möglich. Wenn ich gerade tief schlafe, ist es theoretisch zu jeder Zeit möglich. Arbeite aber in Schicht und das kann sein, dass es hin und wieder mal dann entweder früh oder spät abends kommt. Ne? Je nachdem. Dieses Stück im Blau. Ist Absicht? Naja, muss ich jetzt nicht verstehen. Ne? So ist das Fahrzeug vor der Nase. Noch ist das. Wir werden am Feldrand hinfahren. Ich werde mir die Mühe machen und nicht auf dem Feld fahren, weil dazu habe ich jetzt. Na gut, der LKW hat eh keine richtige Bereifung. Ich denke mal, dass es noch nicht zerstörend ist. Aber trotzdem aus. Das ist gar nicht angewöhnen, ne? Man dann dran denken, oh, jetzt haben wir was gemacht. Ob wir aufmachen müssen? Eigentlich nicht. Wir haben ja hinten so einen Anfüllschlupf normalerweise, da muss ja eh oben nicht aufgemacht werden. So, die Position merken. Ich könnte aber auch den Tag so einstellen, dass er automatisch vom Hof holt. Aber das machen wir bei anderer Gelegenheit. Kurz mal lassen. Das ist ein zweiten, da wir mal kurz einfahren. Eine zweite Runde im Prinzip, die jetzt fährt. Und da muss ich wieder hinstellen. Ich meine, ein paar Meter vor oder ein paar zurück, das ist unbedingt tragisch. Aber es ist ungefähr, dass wir da keinen Verlust machen, ne? Das ist jetzt nicht gut. Und doch Deckel aufmachen. Probier es mal aus. Bevor wir lange hier suchen. Könnte ja sein, dass ein Schließmechanismus da ist, den wir so nicht erkennen. Ja. Gut. Geht aber ziemlich voll, ne? Schneller wie jetzt beim mit Auffüllen von einer Kaufstation. So, der hat so ein bisschen Schaden erlitten, ne? Aber das kriegen wir hin. 56. Das ist Feld 10. Nur der Form halber, ne? So, 10 und Südwest, das sind da mehrere Stationen. Und darf weiterarbeiten. Das brauchst du noch ungefähr 50 Minuten. Wenn der Sprit reichen würde. Aber der reicht garantiert nicht. So. Mal gucken. Da macht er jetzt die erste Runde. Ah, wird nicht reichen. Die sind fertig, fertig, fertig. Da nicht gedüngt.
die Kontrolle machen. Ja, das klappt ganz gut. So, passt. Es könnte sein, beim Andersfahren, dass es Probleme gibt. So, dann. Die ist er nicht fertig, weil er der andere noch nicht weg ist, ne? Klappt also mit den ganzen Abstand halten. Hier muss er noch nacharbeiten. Gleich gemacht werden. Da an die Ecke auch noch gleich. Nehmen wir den anderen, ne? So, C. Du fährst jetzt zum Hof. 3. Der muss noch vorher entlassen werden. Sonst war das nichts. So. Die Straße findet er hin. Dann muss ich gleich den anderen einsteigen und dann gleich weiterarbeiten. Haben wir mit. Und dann machen wir die Nacharbeiten gleich fertig. Das muss ja sein. Ich gucke mal ein bisschen rechts zu den Leistungen des Computers, ob da Reserven sind oder ob an der Obergrenze fährt. Nö, das ist für 30% Leistung, Beanspruchung, das ist gut. Wir können noch mehr FPS gehen. Also Leistung hochkommen, aber 70 ist noch gut. Das gibt ja viel. Ja, 9 GB, sonst waren es 5. Ungefähr. Gut sieht aus. Aber. Je höher das eingestellt ist, umso besser ist die Qualität. Das dürfte auch nicht mehr ruckeln, theoretisch. Da ist eigentlich fertig, so. Entlassen. Kurs löschen. VB. Ein bisschen nacharbeiten müssen wir. Unser schönen Mais im Silo. Die muss ich immer gleich im Hof wieder auffüllen. Ne? Wir müssen ja noch ein paar Felder machen. Ne? 47 Minuten gemacht und die 12. So. Jetzt fahren wir die andere Ecke ab. Meistens ja an Ecken ein bisschen was nachzuarbeiten. Das ist ja leider so. 100%ig ist nichts. Rechts ist unser Klee oder Luzerne. Da wollte ich auch Ballen pressen, ne? Das ist einfach besser. Unseren, sagen wir, Elefantengras, das Zeug, das wollte ich eigentlich. Das wollte ich eigentlich zum Silo fahren, ne? Zum BGH 3. Zum Hof 3. Muss ich mal probieren, wie das geht, mit zwei Kursen dahin zu kommen, ne? Muss mal rausfinden, wieso Autodrive immer nicht weiterfährt, weil neuerdings macht immer Schwierigkeiten, was das Abholen und Wegbringen nicht klappt, nicht richtig. Also das, immer wenn er angekommen ist, er lädt zwar noch ab, aber fährt dann nicht weiter. Warum? Keine Ahnung. Liegt ja nicht an der Karte, liegt ja was anderes. Wenn das parallel auf zwei Karten läuft, dann ist es hier gerade auch so. Aber ist mir vorher nicht aufgefallen, ne? So, dann müssen wir gucken. Dann müssen wir so warten, bis es gekeimt ist, ne? Denn jetzt spritzt noch keinen Sinn. Das wäre dann Blödsinn. Das muss mindestens nicht kalt sein. Dann ist es. Dann kann man nochmal düngen, ne? Hat ein bisschen hat mal liegen, ne? Das ist tragisch. Das fällt ja gar nicht auf.
38 Ost. Das sind Ausfahrten. Das ist gut. Das hatte ich mich bemerkt bei der Kernstadt. Das trifft jetzt nicht uns hier auf Thüringen oder Marsch. Und da war das so, dass die vom Feld nicht runtergefunden haben. Da musste ich mehrere Ausfahrten machen. Und das wäre hier dann auch genau das gleiche. Dann gibt es da keine Schwierigkeiten, wenn er noch rausfinden will. Nee, rauffinden ist ja kein Problem, ne? Worunter, wo so viele, so eine große Fläche ist. Ne? Gerade hier 13 oder Feld Nummer O. 10 glaube ich, oder 11. Der großen, extrem großen Fläche. Die ist auch so ein Punkt, wo er runterfahren kann. Wo der ja blau eigentlich auch rauffahren kann, ne? Hier ist ein Specht. Dann könnt ihr gleich auf Fels. Temperatur haben wir 4. Ich wollte noch Sonnenblumen anpflanzen. Sonnenblumen wollte ich auf jeden Fall noch. Nun weiß ich aber nicht genau. Da muss ich mal gucken, ob das wirklich bei 4 oder 5 Grad oder 6 Grad geht. Bei 4 oder 5 Grad würde ich sagen, okay, da kann man bei 4 Grad auch machen. Dann wird ja eher wärmer jetzt, ne, als Kälte. Von daher ist, sag ich mal so, gehe ich Risiko ein, bei 1 Grad, dass es dann klappt. Also wer zu Hause einen Garten hat und Bohnen pflanzen will, die brauchen auch eine recht warme Temperatur, ne, wenn es zu kalt ist. Wieso fährt der jetzt? Achso, der ist bestimmt irgendwo. Muss ich mal gucken, was er macht hier. So, wieso will er jetzt unbedingt der Körper als Feld einfahren? Dann ist er garantiert zu schnell gefahren und keine Ahnung. Womit der Mitte Straße eigentlich frei war. Ja, gut. Können wir spekulieren. Und jetzt ist er weitergefahren. Von daher ist es ja eigentlich ganz kein Problem. So, hier scheint alles gut zu sein. Also, hier ist nichts. Hier ein bisschen. Hier ist das Sägewerk, das will ich auch noch betreiben, aber wie gesagt, zur Zeit habe ich da keine Zeit für. Zu flicken Säge, ja. Würde ich ja so nicht schreiben. Oder mir nicht so einfallen, immer so. Na, hier ist noch was, was ich machen muss. Ah, bis zur Erntezeit, das dauert noch ein bisschen und da. Erstmal müssen wir hier kräftig die Aussaat betreiben. Und wir doch garantiert noch düngen müssen, hin und wieder. Und aber es ist Elefantengras, wird früher kommen, ne? Wenn es so heißt. Elefantengras oder Pferdegras. Probiert Elefantengras. Ja, Pferdegras. Also egal wie es heißt, ne? Hauptsache schön groß und viel, ne? Ja, wenn ich zwei Sammlerfahrzeuge nehme. Oder zumindest ein. Wohl einer ist ein wenig. Da muss man gucken, wie es am besten geht. Mit Verband. Dann noch einen zweiten Krone Ausleihe oder muss ich mal schauen. So, den werden wir gleich mal einsetzen und gucken, ob das geht. Mit
Zuckerrüben würde, Kartoffeln würde gerade so gehen. Kartoffeln, sag mal so, ist auch nicht ganz so extrem. Weil die Bodentemperatur muss auf jeden Fall passen, das ist richtig. Aber auch was passen muss, 6 Grad, okay, riskieren wir. Da muss auch die Frostgefahr muss dann auch gebannt sein, ne? Also Kartoffeln sagen, okay, wir haben die Temperatur. Das würde keimen, aber wenn du so früh anpflanzt, ne? Also dann kann es passieren, dass man später mal nochmal Nachfrost gibt. Und dann sind die Kartoffeln hinüber. Deswegen muss man auch schauen. Ein bisschen mehr als nur Bodentemperatur, auch ein richtiges Datum, ne? Denn wenn die Eishaltigen kommen und du hast früher eingepflanzt und sind zu früh draußen, die zerfrieren, ne? Das passiert, dann ist er hinüber. So, wenn der Herz glatt und dann hinüber ist, dann ist es, kannst du nochmal neu machen, ne? Das klappt ja noch ein zweites Mal nicht. Also da muss man schon auf Eile aufpassen, dass man nicht zu schnell ist, ne? Also ein bisschen mehr wie zweite Hälfte im April im Norden. Im Süden, da bin ich jetzt etwas überfragt, da haben wir sicherlich andere Zeiten. Ne? Und die Eishalle sind ja auch hier im Süden etwas da. Ne? So, das klappt auch noch da. Okay. Werden wir gleich mal umstellen auf Sonnenblumen. Kann Feld 12 gemacht werden und gleich auch gespeichert werden. Denn das dauert auch ein bisschen länger. Aber kein Problem, da kriegen wir den Griff. Was wir noch einfallen lassen muss mit den Flügen, wo ich die hinpacken kann. Also das ist ein bisschen schwierig. So, Feld Nummer 12. Zwei Vorgewände links herum. So. Feld 12. Vorgewände machen zwei. Beim Wenden ist es besser. Gerade hier die Ecke da oben. 7%. Also ein Fahrzeug. Zwei Fahrzeuge, da würde er eine Spur freilassen. Ja, zwei gemacht. Und. Ersten Wegpunkt, Abfahrt einstellen, speichern. Ich mache das nicht mehr Feld 12 und aus Saat. Hier waren wir 15 Meter, das Ding kann ja alles aussehen, ne? Aus Saat 15 Meter, passt. Möge die Pflanzen noch doch noch aufkeimen, ne? Nicht dass wir näher Probleme kriegen. So, jetzt gehen wir rüber zum nächsten Fahrzeug. Und hier, das ist Feld Nummer 48. Nacharbeiten auf jeden Fall. Der hat schon Sonnenblumen gepflanzt. Ja, entlassen. Und X. Für 47 müssen auf jeden Fall noch einen zweiten dazu nehmen und wir müssen den voll machen. Ne? Aber müssen wir hier mal nacharbeiten. So, X, B. Weil die ganzen Ecken und Kanten da verschenken so viel. Das wollen wir noch nicht. Ganz in der Runde muss man nicht rein, aber hier das für die kleinen Ecken hier auf jeden Fall. Und dann mal schauen da hinten. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Ich sage auch schon schönen Dank fürs Reinschauen, schönen Dank fürs Liken, Kommentieren und für alles andere. Jo. Morgen geht es weiter hier in Thüringen mit Aufsaat und Unkraut-Bekämpfung. Und Ballen fressen. Bis mal, tschüss, ciao, bis dann und tschüss.